Herzlich willkommen bei unserer Leistungsschau der Funktionäre in der Wirtschaftskammer Tirol. Wir wollen Ihnen heute ganz einfach zeigen, was in unseren Funktionären steckt, welche Aufgaben sie erfüllen und welche Leistungen sie erbringen. Ganz herzlich begrüßen darf ich da heute Stefan Mayer. Hallo, grüß dich. Extra aus Rietz zu uns gekommen heute. Sie sind im Familienunternehmen Mayers Berngarten tätig. In der Wirtschaftskammer sind die Aufgaben vielfältig, unter anderem im Bundesgremium Lebensmittelhandel vertreten. Aber ich würde sagen, erzählen Sie uns am besten selbst, was sind Ihre Aufgaben als Funktionär in der Wirtschaftskammer Tirol? Ja, wie schon gesagt, sehr, sehr vielfältig. In erster Linie sind meine Aufgaben, Ansprechpartner für alles zu sein, was mehr oder weniger mit Lebensmitteln zu tun hat. Von der Produktion bis zum Handel, durch die Vielfalt meiner Funktionen. Also ich sehe mich selber als Bindeglied für Produzenten, vor allem Händler, dann hin zum Kunden und als Sprachrohr, vor allem zur Politik, um einfach die ganzen Herausforderungen zu kommunizieren und dass man vielleicht auch was bewegen kann. Ein Leben als Funktionär ist vielfältig, sage ich jetzt so. Positive Erlebnisse, was waren Ihre bisherigen interessenspolitischen Leistungen als Funktionär? Diese zu messen ist immer schwierig, weil als Funktionär betreibt man sehr, sehr viel Arbeit, die nicht wirklich greifbar ist. Man kommuniziert viel, man schaut zum Image aufbaut. Ich denke, das Größte, was ich in meiner bisher wirklich kurzen Laufbahn zusammengebracht habe, im Vergleich zu anderen ist es wirklich nicht lange, es reden verschiedenste Institutionen wieder miteinander. Früher ist eher geschimpft worden vom einen auf den anderen, speziell von den vom Bauern auf die Wirtschaftskammer oder in die andere Richtung. Und gerade im Lebensmittelbereich ist der Zusammenhalt wieder stärker geworden. Es wird davor geredet, vorgeschimpft wird. Also kommunizieren ist bei Ihnen ganz wichtig? Ich denke schon, weil solange geredet wird, kann man was machen. Wenn nicht mehr geredet wird, ist meistens schon zu spät. Blick in die Zukunft. Was sind noch Ihre Ziele als Funktionär? Ich glaube, mein Ziel, ich habe das schon öfters definiert und ich muss ja immer wieder durch verschiedenen Gegenwind, was irgendwo herkommt, die Ziele ein bisschen adaptieren und umbauen. Mein oberstes Ziel ist es aber, dass die Rahmenbedingungen für alles rund um Lebensmittel so bleiben, dass wir produzieren und verkaufen können. Sprich, das fordere ich ganz massiv von Seiten der Politik, von Seiten der Gesetzgebung ein, unsere Lebensgrundlage als Unternehmer wirklich gewahrt zu lassen und nicht durch verschiedenste Aktionen, sei es neue Abgaben, neue Pflichten, uns das Leben schwer zu machen, sondern wirklich Zukunft mit zu sichern. Stefan Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, gerne.